Hut ab vor den Münsteranern. Sie haben den ersten Punkt auch jetzt in der Meisterschaft geholt. Also Stuttgart aufgepasst. Ausverkauftes Haus im Preußenpark und von daher wird es brandgefährlich. Liebe Wettfreunde, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Immer wieder gibt es große Überraschungen. Von daher, auf das nächste Wochenende bezogen, habe ich mir mal ein paar Erstligisten ausgesucht. Denn die Erstligisten sind ja die, bei denen man davon ausgeht, dass sie alle durchkommen. Normalerweise auch gegeben, aber einige brisante Fälle sind schon dabei. Also auf die erste Liga bezogen haben wir ein paar Spieler ausgesucht. Eines davon ist Jan Regensburg, mittlerweile aufgestiegen, kein Drittligist mehr. Sie haben sich qualifiziert gegen den VfL Bochum. VfL Bochum nicht unbedingt der große Favorit. Zwei Neuzugänge. Jetzt noch eben kurz vor Schluss der Transferperiode, beziehungsweise vor dem Start bis zum Pokal hin verpflichtet. Mal schauen, was da passiert. Darüber hinaus spielt Preußen Münster, aufgestiegen in die zweite Liga, zu Hause, also gegen den VfB Stuttgart. Hut ab vor den Münsteranern. Sie haben den ersten Punkt auch jetzt in der Meisterschaft geholt, also Stuttgart aufgepasst. Ausverkauftes Haus im Preußenpark und von daher wird es brandgefährlich. Dann gibt es ein Derby in Wiesbaden, und zwar Wiesbaden spielt gegen Mainz 05. Oh, da werden die Karten nochmal durchgemischt. Es wird mit Sicherheit spannend. Ich persönlich bin bei einem klassischen Stadion, das schon Pokalgeschichte geschrieben hat, an der Hafenstraße in Essen. Rot-Weiß Essen empfängt RB Leipzig. Natürlich klarer Außenseiter, aber wie groß ist die Stolpergefahr? Die Stolpergefahr ganz groß ist mit Sicherheit beim Spiel Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Davon ausgehend, dass Werder Bremen seit 2010 bereits 7-mal gegen einen Drittligisten oder gegen einen Amateurverein, mehr oder weniger in anderen Abführungen, ausgeschieden ist, das könnte gefährlich werden. Denn Cottbus mit Pele Wolitz ist heiß, die gehen ab im Stadion der Freundschaft. Von daher Werder Bremen aufgepasst, es kann ganz, ganz heiß werden. Heiß wird es natürlich auch im wahrscheinlich ausverkauften Tivoli. Holpi kommt zurück in die Heimat. Also, Alemannia Aachen empfängt Holstein Kiel, den neuen Erstligisten, noch nie in der ersten Liga gestartet, ist öfter schon im Pokal dabei gewesen, aber jetzt als Erstligist bei Alemannia Aachen, die aufgestiegen sind in die dritte Liga, ausverkaufter Tivoli, Brandgefahr, Stolpergefahr, es wird ein heißer Nachmittag. Liebe Wettfreunde, die zweite Liga hat am zweiten Spieltag bereits den zweiten Tabellenführer. Schalke 04 nach einem Unentschieden in Nürnberg ein 1:1 abgelöst von FC Paderborn. Paderborn, nachdem sie bereits bei der Hertha gewonnen haben, haben ihr Heimspiel gegen Darmstadt gewonnen, den Bundesliga-Absteiger, der mittlerweile das Tabellenende mitziert. 0 Punkte, das ist natürlich verdammt wenig für den Bundesliga-Absteiger. Aber Paderborn, der verdiente Tabellenführer nach den ersten beiden Spielen. Schalke 04, wie gerade angesprochen, unentschieden bei Nürnberg, kann man mit leben. Das Zustandekommen mehr als unglücklich, eine mehr als bedenkliche rote Karte, gelb-rote Karte gegen Schallenberg. Es war mehr als nicht nachvollziehbar, was da der Schiedsrichter und vor allen Dingen der VAR nicht gesehen hat. Ganz kurios, aber letztendlich ist es eben so. Magdeburg gewinnt bei Eintracht Braunschweig, demzufolge Braunschweig auch nach der Niederlage gegen Schalke mit 0 Punkten. Magdeburg steht mit 4 Punkten oben dran, wobei am Anfang einer Saison die Tabellenplätze nicht unbedingt was aussagen, aber wenn ich sehe, Darmstadt 0 Punkte, Braunschweig 0 Punkte und auch der Aufsteiger, SSV Ulm noch 0 Punkte, ja, wissen wir, wie schwer es wird, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass jetzt zwischendurch auch mal Dinge kommen, mit denen man nicht unbedingt rechnen kann, Entwicklungen im DFB-Pokal nächstes Wochenende, Entwicklung der eigenen Mannschaft, was passiert noch bis zum Ende der Transferperiode, also Alarmzeichen sind gesetzt. Mannschaften, die eigentlich davon geträumt haben, durchzumarschieren, möglicherweise sofort oben Anschluss zu finden, kriegen Schwierigkeiten. Der FC Köln mit einer Heimniederlage in der letzten Woche. Jetzt kommt ein Unentschieden bei Elversberg dazu. Erste Halbzeit klar dominiert, dann allerdings verdientermaßen einen Punkt gelassen, einen Punkt noch geholt letztendlich, da der Ausgleich in den letzten Minuten durch Hübner gefallen ist. Also verdammt schwer für die vermeintlichen Favoriten. Paderborn, Tabellenführer, Schlusslicht, Mannschaften, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte, Braunschweig, Darmstadt, Ulm. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich wünsche eine schöne Woche. Bleibt sportlich, euer Peter Neururer.